Willkommen zum Let's Talk von Mondachi Tachiga Isekai Karakuro So Desu Yo. Yo. Gesundheit. Problem, also auf Englisch ist es Problem Children are coming from another world, Andre. Isayoi Sakamaki. Ja, ist richtig ausgesprochen, gut. Ist gelangweilt von der Welt, in der er lebt. Als ihm eines Tages ein mysteriöser Briefumschlag vor die Füße fällt und dieser ihn öffnet, wird er in eine andere Welt transportiert. Hier scheint er endlich die Abwechslung zu bekommen, nachdem er sich sehnt. Kurz darauf lernt er die schweigsame Yukasukabe, Kaskabe, oder irgendwie so, und die schöne Asuka Kudo kennen, die ebenfalls mit Hilfe von Briefumschlägen in diese Welt gelangt sind. Angefädelt wurde dies von einem Mädchen Kuro Usagi. Deutsch Schwarzer Hase. Die zusammen mit drei Reisenden die Gemeinschaft No Name gründen möchte, um dem Bösen in ihrer Welt zu trotzen. Also, und sein Dordere, komischweise hole ich sie schon wieder als letztes raus, ist Action, Comedy, Echi, Fantasy, Junge, was ist das für ein G? Das sieht aus wie ein S. Was ist das für ein S? Das sieht aus wie ein G. So, Superpower. Also, der Anime hat, sagen wir mal so rum. Isayoi ist ein Badass. Und was für einer. Solche Animes liebe ich irgendwie, wenn der Hauptcharakter so ein Badass ist. Okay. Ja. Ich weiß, dann könnte man sich denken, warum mag ich Rosario to Vampire? Wo der Hauptcharakter, naja, nix kann. Das sind Vampire, die nicht glitzern bei. Ja. Wo? Bei Rosario to Vampire meinst du jetzt? Ja. Nee! Ich dachte gerade, du meinst hier. Da gibt's ja auch einen Vampir. Und der glitzert ja auch nicht. Aber der kommt erst ganz viel, viel später. Naja, ich fand den Anime ziemlich gut, da gehört meine Favoritenliste auf Proxer. Deswegen habe ich ihn mir schnell durchgeschaut, weil das schon angekündigt hat. Ich glaube, du hast leiser als die Musik geredet. Naja, wenn ich Sterne geben müsste, wäre es 9 von 10. Da müssten wir es aber auch noch zu... SAO und Rosario. Ah, die Beschreibung ist so kurz, deswegen habe ich es gesagt. Und bei den anderen wäre es jetzt sowieso 10 von 10. Das. Ja. Ja, wir sind jetzt erst bei 3 Minuten. Ja, was willst du noch dazu sagen, Tobi? Mir hat der Anime gut gefallen. Und, ja. So. Ja. 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 Ein kurzes Let's Talk. Ja. Ich glaube, das ist einer der kürzesten bis jetzt. Naja, das war leider das letzte Let's Talk, was wir im Moment haben. Weil, naja, wir zocken im Moment mehr, als dass wir Animes schauen. Das ja. Merkt man vielleicht daran, dass die Abstände von unserem Let's Talk seltsam ist. Ja. Also, ich würde sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da. Und schreibt, welchen Anime wir als nächstes schauen sollen. Haut raus.